Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Nach unserem vorangegangenen Dreiteiler in den letzten Wochen wird es nun endlich mal wieder Zeit für etwas anderes, aber versteht mich da nicht falsch, es bleibt alles weiterhin verlassen und ruinös, also kommt nun mit auf diese Tour und den Rest erfahrt ihr wie immer von mir in den nächsten Minuten. Sollten verlassene Orte oder sogenannte Lost Places hier im Osten Deutschlands dein Interesse geweckt haben, dann schau doch nach diesem Video am besten mal auf unseren Kanal. Dort gibt es jede Woche Mittwoch eine neue informative Folge zu diesem Thema. Reinschauen und abonnieren lohnt sich also mit Sicherheit und nun wünsche ich euch und dir viele interessante Eindrücke von diesem Ort. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch eine verlassene Kirche. Verlassene sakrale Gebäude wie hier gibt es gerade im ostdeutschen Raum nicht allzu viele. Es gibt sie zwar, aber die Auswahl ist recht begrenzt, um es mal nett zu beschreiben. Viele urbane Kunder waren bereits schon hier, vielleicht ja auch du. Leider trieb es über die nun fast 5 Jahrzehnte Leerstand nicht nur Fotografen in die alten Gemäuer. Entsprechend finden wir heute Vandalismus in jeglicher Form wieder, aber das ist ja nichts Neues. Wir wollen euch heute aber nicht zeigen, was viele eh schon gesehen haben, sondern wir wollen euch heute erzählen, warum das Gebäude eben heute so aussieht und stark verfällt. Dazu begeben wir uns am besten in das Jahr 1823, denn hier entstand zwar nicht diese Kirche, aber ihr Vorgänger wurde abgerissen, um mehr oder weniger Platz zu machen. Die Stadt erlebte in den vorangegangenen Jahrhunderten einen zügigen Wechsel an Gotteshäusern, viele neue entstanden da und dort, allerdings verweilten diese nicht immer lang, nur die wenigsten blieben bis heute. Dass nun ausgerechnet eine Ruine aus den vielen Vorgängern hervorgeht, wirft schon so manche Fragen auf. Bis zum 11. Jahrhundert reicht mitunter der Ursprung, denn 1079 soll eine jakobinische Kirche hier auf diesem Grundstück präsent gewesen sein. 1147 erfolgte dann wohl der erste Bau einer neuen Kapelle. Der alte Bau verschwand nun zu Ehren des heiligen Nikolaus von Myra, an dessen Todestag, dem 6. Dezember, wir bis heute einen Stiefel rausstellen, um mit etwas Glück Süßigkeiten zu ergattern. Es ranken sich zahlreiche Mythen um den heiligen Nikolaus, selbst sein Todesjahr ist bis heute nicht sicher, aber lasst uns wieder zur Kirche zurückkehren. 1230 kommt es wohl zum ersten Umbau der Kapelle, später erhält sie um 1255 ihren eigenen Friedhof, den es heute leider nicht mehr gibt. Im späten Mittelalter, 1385, erlebte die Kirche durch einen schweren Brand viele Veränderungen, aber in erster Linie einen grundlegenden Neuaufbau, der erst 1576, also knapp zwei Jahrhunderte später, fertiggestellt wird. Konnte. Die Vollendung der nun wieder auferstandenen Kirche wurde mit einer neu gegossenen Glocke zelebriert. Drei Jahre später entstand 1579 ebenso unter dem heiligen Nikolai ein evangelisches Diakonat. Hierbei handelt es sich um eine frühe Form des kirchlichen Sozialdienstes und der Hilfe für arme, kranke und alte Menschen. Auch dieses Thema ist recht weit gefächert. Sollte euch das Thema mehr interessieren, dann schaut doch dazu gerne mal in die Infobox. Ab 1618 und den darauffolgenden 13 Jahren kam es erneut zu vielen Neuerungen im und am Gebäude. Zu erwähnen ist hier die Orgel, der Taufstein, der Altar, die Kanzel und Empore sowie die Turmuhr. Was genau verändert, modernisiert oder getauscht wurde, konnte ich nicht herausfinden. 1792 kam es erneut zu umfangreichen Sanierungsarbeiten am Objekt, doch der im selben Jahr ausgebrochene Koalitionskrieg oder Napoleonische Krieg machte aus der Kirche kurzerhand ein Lazarett für Kriegsverwundete. Die über die Jahre entstandenen massiven Schäden machten nach dem Krieg aus der Kirche ein Lost Place. Man hatte also gut 300 Jahre saniert, aufgebaut, modernisiert, erweitert und getauscht, vergrößert und so einiges mehr, damit man in nur 22 Jahren Lazarettnutzung alles über den Haufen warf und die Kirche schlussendlich zwischen 1821 und 1823 abriss. Den ehemaligen Kirchhof ebnete man nun ein. Interessanterweise wurden historische Grabmäler als Baumaterial in anderen Gebäuden wiederverwendet. Reliquien und andere Gegenstände wurden per Auktion verkauft. Nun beginnt 1891 die Geschichte des hier gezeigten Gebäudes, wobei auch damals ein solcher Bau nicht so schnell entstand. Es wird mit Sicherheit einiges an Vorbereitungszeit gekostet haben, denn das Weihjahr ist 1891. Wann man also genau mit diesem Bau begann, kann man heute nicht mehr genau sagen. Fakt ist aber, dass man nach 70 Jahren sich nun wieder mal entschloss, einen neuen Kirchenbau zu installieren. Karl Memminger übernahm die Planung des Gebäudes im neogotischen Stil. Die Saalkirche mit Dreikonchenchor, eine typisch mittelalterliche Grundrissform, entstand ausschließlich aus Ziegelsteinen.
Eingeweiht als Trinitatiskirche, was mit der Dreifaltigkeit zu tun hat, bekam sie zwei Glocken aus dem städtischen Dom spendiert und später auch zwei eigene neue. Eine Domglocke verschwand im 20. Jahrhundert, ich nehme mal ganz stark an, im Zweiten Weltkrieg, weil mal schnell eine Kirchenglocke klauen ist doch recht umfangreich. Später gingen die übrig gebliebenen Domglocken wieder zurück zu ihrem Ursprung, denn es gab ja nun eigene neugegossene. In diesem Zusammenhang hat vermutlich die Kirche wieder ihren Schutzpatron, den heiligen Nikolaus, zurückbekommen, so wie es dort schon seit vielen, vielen Jahrhunderten vorher der Brauch war. Vermutlich war auch die rasante Bauweise ohne Keller auf sandigen Boden der Grund, warum die Kirche immer wieder statische Probleme bekam. Wände rissen ein, Bögen wurden aufgerissen und auch an den Fenstern und Türen machte sich das bewegliche Mauerwerk bemerkbar. Es kam wohl immer wieder zu kleineren Ausbesserungen. Wenn man aber sieht, wie sich das Kirchenschiff immer mehr verzieht, wird es langfristig schwierig, vor allem wegen den Gewölbedecken. In den 70er Jahren waren die Schäden so immens, dass man wohl mit einem Einsturz rechnen musste, wobei schon ein Ziegelstein aus 15 Metern Höhe einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Es war einfach zu gefährlich, sich während der Messe oder des Glockengeläutes in der Kirche aufzuhalten. Man machte das Gebäude entsprechend wegen akuter Einsturzgefahr schlussendlich dicht. Doch was sollte man nun aus dem Objekt machen? Wie könnte man das Absinken verhindern? Bestimmt hätte man mit Beton und verschiedenen Techniken das Gebäude langfristig stabilisieren können, aber bezahlen wollte das mit Sicherheit niemand. Über 20 Jahre später, 1998, fing der Turm nach einem Blitzschlag Feuer, wodurch einige oder mehrere Glocken herunterfielen und entsprechend starke Schäden hinterließen. Mittlerweile hat das Dach immer größere Schäden und auch die Risse über den Bögen werden immer stärker. Teile der Gewölbedecken sind äußerst instabil und löchrig, aber nach nun fast 50 Jahren steht das Gebäude noch immer und trotz dem sandigen Untergrund nach wie vor. Vermutlich hätte man die Kirche auch noch einige Jahre weiter nutzen können, aber ich bin kein Statiker. Im Inneren ist nicht viel bis gar nichts zu sehen gewesen, der Turm ist quasi nicht begehbar, denn ab dem zweiten Obergeschoss sind die Treppen abgesägt und da stellte sich mir die Frage, wer kümmert sich eigentlich um das Gebäude und wem gehört es überhaupt? Muss sich die Stadt darum kümmern oder die Kirche selbst oder hat es vielleicht zwischendurch jemand Privates gekauft? Vielleicht wisst ihr ja mehr und habt vielleicht auch eine Idee, was ihr aus der Kirche machen würdet, denn das Gebäude ist nach wie vor unter der Obhut des Denkmalschutzes, aber es wird mit Sicherheit irgendwann einstürzen. Vielleicht wartet man aber auch nur darauf, dass es endlich geschieht, um die Fläche dann wieder anders nutzen zu können. Alles insgesamt etwas merkwürdig, aber wir werden wie immer uns gedulden müssen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Und wenn ihr möchtet, hören und sehen wir uns gerne nächste Woche Mittwoch wieder. Jetzt gibt es noch einige Bilder, die wir hier schießen konnten. Bleibt mir gesund und munter. Macht's gut, bis nächste Woche und ciao.